Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand-Coach. In dieser neuen Videoserie spreche ich über Fehlerquellen bei der Einzeldeutung der Lenormand-Karten. Dafür suche ich die Lenormand-Karten heraus, wo aus meiner Sicht die häufigsten Fehler passieren. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Das heißt, wir picken uns bei jeder Karte nur eine einzige Kernbedeutung heraus. Wir betrachten damit die Karte nicht als Ganzes, so rundum mit ihren vollen Bedeutungen, sondern setzen genau da an, wo sie am anfälligsten für Fehldeutungen ist. Ich decke also Fehler auf, die typischerweise ganz vielen Lenormand-Anwendern unterlaufen, weil sich diese Fehler in der Gerüchteküche von einem zum anderen vortragen und irgendwann im Gedächtnis festsetzen. Natürlich möchte ich niemandem seine Deutungssicht absprechen. Jeder kann das für sich halten, wie er möchte. Mir ist nur daran gelegen, den Blick zu schärfen für die möglichen Fehlerquellen und wie man sie ganz einfach vermeiden kann. Fangen wir mit der ersten Karte, dem Reiter, an. Immer wieder liest man über den Reiter, dass er gute Nachrichten bringt. Diese Bedeutung hat sich mit der Zeit so verselbstständigt, wird aber nie richtig hinterfragt. Die Absicht, gute Nachrichten zu überbringen, ist ja schön und gut. Aber gelingt dem Reiter das auch in der Praxis, nur frohe Botschaften zu übermitteln? Wohl kaum. Wenn uns der Briefträger immer nur gute Nachrichten ins Haus brächte, würden wir uns ungemein freuen, oder? Die Wahrheit sieht aber leider anders aus. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber zumindest landet in meinem Briefkasten nicht nur erfreuliche Post. Schauen wir uns mal an, was der Reiter früher so gemacht hat. Denn Botendienste haben eine lange Geschichte. Reiter, die früher meist auch eine Botenfunktion hatten, brachten also diese oder jene Nachricht zum Empfänger, aber keineswegs nur gute. Wenn dem im Lenormand so wäre, dass der Reiter nur frohe Botschaften vorbeibringt, bräuchten wir sehr wohl auch einen zweiten Reiter, der für die negativen oder neutralen Nachrichten zuständig ist. Den gibt es aber nicht. Und wir können ihn auch nicht backen. Also müssen wir mal weiter mit einem einzigen Reiter auskommen, der im Grunde genommen Mädchen für alles ist. Er kann also alles an einen herantragen, unabhängig von der Qualität des Inhalts. Das ist ganz wichtig. Wer bestimmt nun, wie die Nachrichten aussehen, die der Reiter bringt? Wie immer, die beiliegenden Karten. Ein Reiter kommt selten alleine. Er führt im Regelfall Karten mit sich, die darüber Aufschluss geben, wie die Nachricht ausfällt. Ganz klassisch eben über Zweier- und Dreier-Kombis, so wie Sie das von diesem Kanal schon lange Zeit gewohnt sind. Wir arbeiten jetzt schon eine Weile miteinander und ich habe schon Unmengen von Zweier- und Dreier-Kombinationen vorgestellt, im Einzelnen und natürlich auch im Kontext von kleinen und großen Legungen. Gleich sehen wir uns ein paar Beispiele an. Daran zeige ich Ihnen dann, wie man die Deutung richtig vornimmt. Wir wollen ja Fehler vermeiden. Ich lasse hier den Reiter ganz bewusst sich von einer Karte wegbewegen, damit wir ihm die Bedeutung Nachrichten zuschreiben können. Wenn er sich nämlich auf etwas zubewegt, viele von Ihnen wissen, was jetzt kommt, hat er nämlich eine ganz andere Funktion und damit auch eine andere Bedeutung. Aber über diese sprechen wir heute nicht. Ich erkläre diese besondere Funktion des Reiters in meinem Lehrbuch, der Lenormand-Kartenlehrgang Band 1, das es schon etliche Jahre auf dem Markt gibt und das ist auch in der Infobox verlinkt. Wer noch mehr gefährliches Halbwissen in der Lenormand-Deutung vermeiden möchte, darf sich auf mein neuestes Buch freuen. Darin geht es um die Grundlagen für einen professionellen Umgang mit den Lenormand-Karten. Ich enthülle die Wahrheit über Theorie und Praxis des Kartenlegens. Natürlich werde ich darin auch mit weiteren Ammenmärchen rund um die Lenormand-Karten aufräumen und Ihnen somit auch mehr Sicherheit beim Deuten geben. Aber jetzt kommen wir endlich zu unseren Beispielen. Wir fangen an mit Wolken und Reiter. Wir bleiben hier, wie vorher erwähnt, bei einer wesentlichen Einzelbedeutung,
den Nachrichten. Aber eben Vorsicht. Wie eben besprochen, handelt es sich beim Reiter nicht ausschließlich um gute Nachrichten, sondern es geht generell um Nachrichten. Mit den Wolken zusammen kann es sich zum Beispiel um eine ominöse Nachricht handeln. Also eine Nachricht, die man nicht ganz versteht, die einen verunsichert oder die einfach nur Fragen aufwirft. Vielleicht ist auch nicht ganz klar, von wem sie stammt oder was die Absicht dahinter ist. Im Vergleich dazu sehen wir uns jetzt Sonne und Reiter an. Na, was kann das wohl sein? Eine fantastische Nachricht, eine Zusage oder eine Bestätigung im Konkreten oder einfach nur inhaltlich eine hocherfreuliche, vielleicht auch aufmunternde Nachricht. Natürlich gibt es Nachrichten, die neutral sind. Per se muss man jede Nachricht qualitativ einstufen. Vielleicht handelt es sich auch um eine statt um mehrere Nachrichten über ein gewisses Intervall gesehen. Wie die Nachrichten im Einzelnen ausfallen, ist dabei gar nicht so wichtig, sondern vielmehr zählt das Zeitintervall. Zum Beispiel nehmen wir Ring und Reiter. Den Klee denken Sie sich bitte erstmal weg, da kommen wir nachher noch dazu. Ring und Reiter kann also bedeuten, dass es ständig Nachrichten gibt. Der Ring steht für das Stetige und Ständige. Das ist eine Bedeutung, die wir allzu gerne vernachlässigen. Somit ist bei dieser Kombination die Häufigkeit der Nachrichten interessant, nicht der Inhalt. Gleiches gilt übrigens für den Brief. Also der Brief könnte jetzt hier auch stellvertretend liegen. Kommen wir jetzt zu Reiter und Klee. Jetzt müssen wir uns mal den Ring hier wegdenken. Das war aus Platzgründen ein bisschen schwierig. Wir setzen jetzt mal gedanklich den Klee an die Stelle. Reiter und Klee muss nicht unbedingt eine vielversprechende Nachricht sein, sondern, wenn wir wieder im Sinne eines Zeitintervalls denken, eine kurze Nachricht oder eine Nachricht, die wir in Kürze erhalten. Übrigens habe ich den Klee in einem gesonderten Video mal ganz ausführlich besprochen. Das verlinke ich Ihnen hier gerade auch und das ist sicherlich hochinteressant. Weitere Beispiele dieser Art, was wir jetzt eben hier mit dem Reiter gemacht haben und noch viel mehr, gibt es natürlich hier auf meinem YouTube-Channel, aber auch auf meinem Lenormand-Blog, in meinen Büchern und wir besprechen natürlich auch noch zukünftig ganz viele Deutungsbeispiele. Eins möchte ich noch der Vollständigkeit halber anmerken. Der Reiter ist für mich eigentlich überwiegend eine Handlungskarte und nicht vorrangig eine Nachrichtenkarte, wie der Brief. Der Reiter beschreibt für mich in allererster Linie, zu welcher Aktion bzw. zu welcher Handlung es kommt, was also als nächstes geschieht. Aber das steht alles wieder auf einem anderen Blatt bzw. in einem anderen Video. Und ich freue mich unglaublich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn Sie mitdeuten, mitmachen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar, über ein Like und wenn Sie meinen Kanal kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.